Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catrion 7 Stoneblocks. Und damit auch herzlich willkommen zurück nach meinem freien Tag in einer Welt voller toller Dinge, wo ich ein bisschen was geändert habe. Ihr seht hier schon mal, wir haben hier ein RS-System. Die Drawerwand ist immer wieder vorgelaufen. Hier muss ich gerade das komplette Teil abziehen lassen, weil... Oh, wir sind schon anscheinend bei meinem letzten Item gelandet. Weil, ja, alles andere wäre nicht gegangen. Ich habe die Drawer zwischendrin abgebaut. Wir haben hier das Upgrade auf die Yellorium-Blöcke gerade vor einer Sekunde gemacht, weil wir sonst nämlich das Plutonium nicht rausbekommen. Das bedeutet, das Plutonium als Waste muss nach und nach rausgehen. Huch, da ist Leak. Hallo Leak. Tschüss Leak. Geh weg. Danke. So, wir haben hier ein System. Und bevor ihr euch jetzt wundert, wie passt das alles hier rein, ich habe nirgendwo Drawer angeschlossen. Ich habe mich hingesetzt und habe ein wenig gecraftet. Und zwar bin ich hingegangen, habe im Autocrafting unten erst einmal ein paar 64K, also hier diese 64K Storage-Dinger gebaut. Bin hingegangen, habe die in den Kondenser geschmissen. Da oben seht ihr schon, was rausgekommen ist. Ich habe nach und nach Sachen auf die höchste Stufe hier abgegradet. Jedes einzelne davon hat 8 Millionen. Wichtig ist, ihr dürft nicht diese Disketten von vornherein duplizieren. Ich zeige euch ganz kurz, warum. Wir sehen hier am Disk Manipulator, wir können die nicht reinlegen. Wir können die auch in keine Drives legen. Bedeutet, wenn ihr das Problem habt, dass ihr solche Sachen dupliziert haben solltet, die haben dann alle dieselbe ID. Das seht ihr übrigens daran, dass ihr hier das Zeug alles hier gestackt drin habt. Wenn das einzelne sind, dann sehen die ein bisschen anders aus. Dann werden die nicht in Drives angenommen, dann konvertiert die einfach nochmal zu ihren eigentlichen Pattern hier und craftet die zusammen, dann habt ihr da die Festplatten. Nur, das ist ein spezifisches Problem, das ich hatte. Tatsache ist, wir haben das hier ausgetauscht, wir haben da vorne noch welche dran gemacht davon und wir werden nach und nach komplett die Drawer abschaffen, denn die Drawer finde ich sehr, sehr schlecht momentan. Wir haben hier jetzt dadurch in den Dingern vorne auch komplett davon voll und wie man schon sieht, ein von den Drawern hat dann automatisch, beziehungsweise ein Teil von denen hat dann automatisch 131 Millionen. Hier ist ein bisschen weniger drin, weil wir hier noch eine 4 Millionen da drin haben. Das bedeutet, 131 Millionen Items können wir einspeichern. Das ist schon mal eine ziemliche Menge. Das ist eine ziemliche Menge. Und wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück davon voll. Bedeutet 14 mal 131 Millionen. Ich bin kein Mathe-Genie, rechnet es euch selber aus. Es wird im Titel stehen. Es ist auf jeden Fall ziemlich awesome. Naja, aber damit das Ganze sich auch gelohnt hat am Ende des Tages, wir haben hier ein anderes Importsystem mit zwei Advanced-Item-Kollektoren und mehreren auf Stack-Upgrades abgegradeten Import-Bussen. Damit sich das Ganze gelohnt hat, würde ich da drin gerne noch ein paar mehr Mob-Spawner reinpacken. Die wir natürlich auch mit Souls betreiben, wie wir hier sehen. Soul müssten wir ein paar drin haben. Wir haben auch eine Creeper Soul zum Beispiel. Wir haben mittlerweile auch eine Spider Soul. Wir haben eine Zombie Soul. Und 297 Enderman Souls. Ist relativ interessant, wie das Skyfire Sword hier abrasiert. Mit den Upgrades, die wir drin haben, ist es übrigens auch so, dass die Mobs super schnell sterben. Bedeutet im Endeffekt, alles was wir brauchen, sind ein paar Draconic Cores. Oder halt allgemein ein paar Cores im Endeffekt. Denn das reicht schon, um eine Menge Spawner mitzunehmen. Arg viel mehr als die paar Spawnerchen hier werden wir nicht finden, dass wir noch 12 haben. Ah, komm. Sind wir heute mal ganz, ganz großzügig. Sagen wir, kriegen 14 hin. 15 hin. Dann haben wir insgesamt 16 Stück. Dafür brauchen wir aber definitiv den Spawnerfinder. Und wir brauchen natürlich immer noch die Möglichkeit, am Ende des Tages die Dinger zu finden. Dementsprechend brauche ich da jetzt ein wenig Zeit. Und damit ihr das eben nicht so sehen müsst, wie ich jetzt wieder durch die Gegend ziehe und dabei sage, es wird genauso gemacht wie in der letzten Folge. Wer das nicht gesehen hat, kann sie gerne angucken. Wir gehen hier in die Mining Dimension und dann schnappen wir uns da einen Spawner. Bis gleich. Da steht ein Compress-Typ daneben. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier einen Cave Spider-Spawner gefunden haben. Sehr schön. Das bedeutet, du bist Sache Nummer 1, die wir aufheben wollen hier. Dazu müssen wir nur an dich rankommen. Oh nein, wir können das gar nicht abbauen, oder? Müssen wir von unten dran gehen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Mit Creative Fly kommen wir aber schneller dran. So, klick. Und meins. Und tschüss. Aua, nicht mich boxen. Das ist nicht nett. Ich hab keine. Oh Gott. Das könnte sehr interessant werden. Ich hab doch Creative Fly. Habe ich doch gerade gesagt, dass es da einen Boogie gibt. Böse Spinny. Naja, Leute, das bedeutet, wir haben Spawner Nummer 1. Wir sehen uns gleich wieder bei Spawner Nummer 2.
Mädchen, wir haben Spawner Nummer 2 gefunden. Das Problem ist, die Spinnis mögen uns immer noch nicht. Meine Spinnis, wie viel Angriffskraft hat das Ding eigentlich? 8 Angriffsschaden. Das ist nicht besonders viel. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen was zu futtern holen. Und einen Weg, die Spinnis endlich ein für alle Mal zu besiegen. Manno, ey, nerven die. Manno, geht doch einfach weg von Katze. Ich will doch nur zu dem Spawner. Okay, jetzt reicht's. Und bald ist er dran, der Katzi-Miau-Mann, wenn Blauberspube ruft. Wenn Katze das wegmacht, sind wir gleich an diesem komischen Spawner dran. Schubbeldi-Damm, hier einfach nur 2 nach oben. Und schon haben wir den Spawner-Mann gefunden. Hui. Das bedeutet, hier nochmal hoch und Spawner Nummer 2 ist abgehakt. Woo! Spawner Nummer 3 ist gefunden und ich werde immer geboxt in dem Moment, wo ich anmoderiere. Das ist gemein. Manno. Wisst ihr was? Ihr seid doof. Dann gehe ich hier wieder runter. Ui. Lass mich da runter. Danke. Aua. Böse Cave Spider. Sitz. So, dann war Dirt. Bauen wir einfach mit Vayne Miner ab. War eine schlechte Idee. Komm zur Katze. Mein. Der nächste Spawner ist mein. Juhu. So muss das sein. Oh Gott, es ist dunkel. Bis gleich. Und den nächsten Spawner haben wir gefunden. Das Problem ist, wir kommen wieder nicht richtig dran. Bedeutet hier runter. Und hier müsste er drüber sein. Oh, verdammt, eins zu weit. Und wieder der nächste Spawner. Juhu, so eine Mine ist echt was Praktisches, Leute. Und wir haben sogar noch einen in der Nähe. Bedeutet, zu dem dackel ich jetzt. Wir haben den nächsten gefunden. Wir kommen nur nicht dran. Aua, Spinny, du musst aufhören, sonst muss ich zurückhauen. Böse Spinny, mach Sitz. Sitz, habe ich gesagt. Hier unter uns müsste der irgendwo sein. Ja. Hallo Spinny, du bist doof, geh weg. Ihr seid beide doof. Hört auf, mich zu boxen. Spinny, sitz. Spinny, sitz. Spinny, sitz. Sitz, Spinny. So, und der nächste für uns. Oh, ich kann nicht aufheben. Habe ich ihn aufgehoben? Ich habe ihn aufgehoben. Nummer 5, ne? Ja, doch, hat funktioniert. Dann suchen wir mal den nächsten. Bis gleich. Haben den nächsten gefunden, so wie es aussieht. Sonst wären hier nicht so viele Spinnis. Das Problem ist, wir wissen nicht genau, wo er ist. Hier scheint er nicht zu sein. So viel steht fest. Oh Mann, oh Mann. Oh oh. Spinnis sind gemein zu Katzen. Das ist nicht nett. Manno. Lasst mich heraus. Lasst mich heraus. Hier hätte ich ihn irgendwo erwartet. Hier ist er aber nicht. Interessant. Das bedeutet, er ist hier nochmal ein Stückchen weiter hinten irgendwo. Dann suchen wir mal weiter. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, er ist hier. Okay, er ist hier über uns. Ja, da ist er. Bedeutet, wir haben Spawner Nummer 6. Meine Katze. Haben wir noch einen in der Nähe? Nein, keine Spawner mehr. Bedeutet, wir haben die komplette Mine leer geräumt. Bedeutet, jetzt geht der Weg nach oben an die Oberfläche und zu dem nächsten Spawner, den wir irgendwo finden können. Vielleicht finden wir auch mal einen, der zum Beispiel schon Skelett-Spawner ist, von vornherein. Das würde sehr, sehr helfen, denn ein Skelett-Spawner würden wir uns danach die Mob-Soul für das Skelett sparen. Und es würde uns Knochis geben. Knochis sind eine tolle Investition, finde ich eigentlich. Naja, wir buddeln uns hoch und wir suchen den nächsten Spawner. Bis gleich. Uiuiui, da bin ich gerade im nächsten Dorf gewesen. Einfach random reingegangen und wir finden hier anscheinend den nächsten Spawner in der Nähe. Wo willst du hin? Da runter. Und zwar schräg hier runter. Bedeutet hier irgendwo, oder? Ja, genau hier unter mir. Okay, dann buddeln wir uns mal runter. Oh, oh, Menschies, ich höre schon Spinnies. Das bedeutet, wir werden wieder eine nächste... Ja, wir haben eine nächste Mine gefunden. Das ist natürlich jetzt semi-cool, weil es ist wieder dasselbe wie gerade. Aber okay. Ja, wir sehen schon. Da ist das Zeug. Schade. Ich hätte jetzt gerne noch was anderes gefunden als die ganze Zeit Cave Spider Spawner. Aber vielleicht spawnen auch nur Mining Dimensions, also nur so solche Minenschächte unten in der Mod. Das kann sehr gut sein. Böse Spinni, geh weg. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Wunderbar. Das bedeutet, hier irgendwo sind natürlich dann noch mehr. No spawners in range of 64. Okay. Das bedeutet, Katze muss wieder nach oben düsen. Gibt hier wohl nichts weiteres. Krass. Das könnte noch der Minengang von gerade eben gewesen sein. So lang, wie der sich zu ziehen scheint. Na, okay, ja. Hier gibt es nichts Neues. Bedeutet, ich buddel mich wieder hoch. Und dann geht's weiter. Vielleicht finden wir dann doch irgendwann noch einen anderen Spawner. Okay, Menschen, kleiner Tipp für die Katze, von der Katze. Wenn ihr zu weit oben seid, ist das natürlich auch in der Range von den 64 Blöcken, die das Ding als Reichweite hat, nicht besonders förderlich. Bedeutet, wenn wir jetzt hier oben gucken, also wir sehen hier, ist keiner. Aber hier ist anscheinend unter uns einer. Das bedeutet, es geht natürlich auch für die Vertikale.
Dementsprechend immer schön, also für viele Leute ist das wahrscheinlich logisch, aber trotzdem deswegen immer ein bisschen schauen, wie ihr buddelt und was ihr buddelt und wie ihr fliegt und was ihr fliegt. Das bedeutet, wenn ihr ganz unter Tage seid am Bedrock, wird es wahrscheinlich am einfachsten sein, wenn ihr euch unten irgendwie einen Gang durchbuddelt. Da kommt ihr noch nicht so schnell voran wie oben. Aber hier in der Mining World auf 97 ungefähr ist es ja... oh nein, ich habe schon wieder einen Spinny-Spawner. Och, Manu. Wow, okay. Das ist jetzt unhöflich mit der Spinny, aber irgendwie hat sie mir auch gleichzeitig das Leben dezent gerettet. Das ist höchst interessant. Spawner war hier, ne? Nein, Katze ist zu wubbelig, um richtig zu klicken. Nein! Ah, warte mal, wir kommen auch so hin jetzt. Okay. Meins. Haben wir hier noch einen zweiten? Nur Spawners in Range. Faszinierend. Hier sind eine Menge Emeralds. Cool. Dann gehen wir wieder hoch. Ui. So, wir haben wieder einen weiteren gefunden. Wieder neben dem Dorf und interessanterweise auch neben irgendwelchen Lucky Blocks, die irgendein Hans geöffnet hat. Deswegen, das sind aber geclaimte Gebiete, so wie es aussieht. Das sind Poppys Gebiete. Oder wir stehlen jetzt Poppy einen Spawner. Ich bereue nichts. Jetzt hier runter. Feine Katzen gehen hier runter. Halt, hier geht's runter. So. Immer schön mit Vayne Miner runterbuddeln. Wir sollten vielleicht auch was essen zwischendrin. Da oben sind Bienen? Sind die Bienen? Sieht aus wie Bienen. Naja, wir müssten da unten jetzt gleich irgendwo ein nettes kleines Burnerchen kriegen. Und nach unserer Erfahrung wird es ein Spinnenspawner sein. Ach Gott, und in dem Moment kreischt eine Spinne. Ja, da ist sie. Manu. Irgendwie kriegen wir nichts anderes als Spinny-Spawner hin. Das ist gemein. Manu. Ah ja. Vielleicht kriegen wir ja noch einen irgendwo. Haben wir hier noch einen in der Nähe? No Spawner in Range. Wow. Das ist wirklich, sind nur noch vereinzelte Spawner, die wir irgendwo zurückgelassen haben. Gerade eben haben wir 5 in Folge gefunden. Das ist echt krass. Aber okay. Das bedeutet, wir düsen weiter. In der Hoffnung, dass wir einen finden. Oh, leck. Cooler Moment für einen Cut. Hui. So, liebe Menschen, wir haben hier, oh Gott, richtig einen aufs Maul gekriegt. Heiliger, kriegen wir aufs Maul. Uiuiui. Wir haben jetzt alle durch. Wir haben 15 Stück. Wir haben währenddessen die Sachen hier. Oh, nice. Meiner. Wir haben alle möglichen Sachen jetzt gesucht. Ich habe die letzten 4 übersprungen, weil es waren wirklich immer nur Cave Spider Spawner. Ich hätte euch natürlich mitgeteilt, wenn es andere gewesen wären. Ihr seid doof, geht weg. Wir müssen uns gar nicht wegbuddeln, wir können einfach Home machen. Anscheinend war ich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, kurz AFK. War ich so lange auf dem Server schon? Naja, ich war eine Weile schon auf dem Server. Da ist gerade ein Enderman gestorben, dankeschön. Gott, Wortfindungsstörung. Reloaded, läuft. So, bedeutet, wir haben jetzt insgesamt 15 Spawner, die wir noch mit Mob Souls füllen müssen. Heiliger Bimbam. Und das bedeutet, wir brauchen aber auch noch verschiedene Arten von Mob Souls. Wir werden zum Beispiel einen Zombie problemlos nehmen können. Wir müssen mal gerade gucken, was haben wir noch an Souls hier drin. Wir haben eine Creeper Soul hier drin noch. Okay. Das bedeutet, wir haben schon mal 2 verschiedene Souls. Wir müssten eigentlich auch in der Lage sein, eine Blaze Soul zu bekommen. Sonst müssten wir an Souls eigentlich relativ unterbesetzt sein. Ja, wir sehen schon, wir sind relativ unterbesetzt. Denn Spinnen, okay, sie existieren, sie haben eine Daseinsberechtigung. Die Loot-Tables von Spinnen interessieren mich aber irgendwie überhaupt gar nicht. Das bedeutet, wir werden jetzt zuerst auf Zombie gehen, dann auf Creeper. Werden den Enderman nochmal anders platzieren. Und werden schauen, dass wir hier oben die Decke komplett aus Spawnern machen. Damit wir in Zukunft hier dann fein Zomberino-Spawning und so weiter kontrolliert im Umfeld haben. Vorher müssen wir erstmal wieder ein paar Draconic Cores machen. Das bedeutet, wir brauchen Wyvern Cores und zwar Wyvern, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein paar. Deswegen machen wir da mal 30 von. Und wir brauchen Awakened Draconium Ore. Davon sollten wir einfach mal alles mitnehmen. Dann brauchen wir noch Stars und zwar Nether Stars. Wyvern war jetzt immer noch nicht alles fertig. Wir gucken gerade mal, was war denn jetzt für Draconic Core die eigentliche Sache. Draconic. Ja, bin ich doof? Awakened Core ist das? Ach, Awakened Core. Stimmt. Okay. 4. Wir können momentan 4 herstellen mit dem, was wir hier haben. Mit dem hier machen wir mal noch einen mehr. Wir haben keine Diamonds und kein Nether Star mehr.
Ja, stimmt. Das sind unsere Netastars übrigens, by the way, falls ihr es nicht wusstet. Hoffen wir mal, dass wir hier mehr Netastars drin haben, Kappa. 1,5k sollten locker reichen. Okay. Das bedeutet, was wir jetzt noch brauchen, sind Diamonds. Diamonds haben wir auch hier drüben drin, gar kein Problem. Diamanten. 2,4k aber bloß. Denn unsere Maschine ist natürlich jetzt eine Zeit lang nicht gelaufen. Oder nicht richtig gelaufen, denn unsere Systeme sind vollgelaufen gewesen. Obwohl es keinen Grund dafür gab. So, Wyverncore, mach mal bitte noch einen, habe ich gesagt. Damit wir hier 1, 2, 3, 4. Zack, zack, 8 Stück davon. Dann brauchen wir 5 davon. Genau, 5. So, und das, so wie es jetzt ist, können wir mit einer Verbindung mit ein paar Stars oben zu Draconic Cores machen. Das bedeutet, wir legen hier die Draconic, die Netherstars rein, hauen hier einmal Awakened Draconium, nochmal Awakened Draconium, nochmal Awakened Draconium, nochmal Awakened Draconium, nochmal Awakened Draconium. Ein Wyvern, zwei Wyvern, drei Wyvern und vier Wyvern Cores rein. Und jetzt müssen wir lediglich starten, beschleunigen, fertig, zack, starten, beschleunigen, fertig. Wir werden das heute auch noch in der Folge wahrscheinlich automatisieren. Einfach so zwischendrin, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also das ist dann natürlich ohne den Acceleration One, sondern so, dass wir das nicht beschleunigen daneben, sondern dass wir es einfach durchcraften kurz. 5, oh, wir haben vergessen zu starten. Denn das Ding hier startet automatisch mit einem Redstone-Signal. Und ich würde fast schon sagen, solange wir irgendwie irgendwas geschafft bekommen in der Hinsicht, dann sind wir eigentlich ganz glücklich. So, jetzt haben wir alles. So, Stabilized Spawner müssen wir jetzt gleich aufstellen. Vorher müssen wir natürlich den Spawner hier abbauen. Das bedeutet, ihr müsst mal gerade ganz kurz weg. Und einfach aus Jux und Tollerei und meiner Angst auch natürlich ein bisschen davor, dass ich zu blöd bin, das Ding richtig zu bedienen, müssen wir gerade mal so machen. Okay. Geht mal weg, bitte. Dankeschön. Oh, da ist noch einer. Tot. So. Wir gehen mal einfach davon aus, dass wir das in die zweite Reihe tun dürfen. Ach komm, wie mache ich das denn jetzt am blödesten, Leute? Wie sollen wir das denn am blödesten hinstellen? Ich würde schon fast sagen, mit einem bisschen Baugeblocke. Bedeutet Slabbies. Haben wir noch ein paar Slabbies? Wir haben noch Stone Slabs. Die können wir einfach kurz craften, die Stone Slabs. Machen wir es mit Stone Slabs. Das ist eigentlich ganz chillig. Und dann machen wir das Ganze relativ einfach. Wow, dadurch kommen die normalen Mob-Spawns übrigens zustande. Wir können da unten noch Drop of Evils draufhauen. Der wird einfach tot geprügelt. I don't care. Das ist richtig hart. So, da das Ding nachher spawnen können muss, machen wir so. Dass es hier 3 nach vorne ist immer. Und dann 2 Platz daneben. Oder einer Platz daneben. Machen wir es so. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kommt das richtig raus? Das kommt richtig raus. Wundervoll. Das bedeutet, wir setzen jetzt noch, können wir die direkt mitcraften? Nein, die können wir nur durch Rechtsklicken benutzen. Bedeutet, wir können dich da hinsetzen und können dir einen Core draufsetzen. Und weil wir feine Katzen sind, wollen wir natürlich nicht, dass die Spinnis hier die ganze Zeit spawnen, sondern wir wollen dann schon direkt auf Zombies gehen. Das darf also gerne schon der Fall sein, dass hier Zombies spawnen dürfen. Dann müssen wir hier das Ganze natürlich nochmal machen. Wieder mit einem Awakened Core, aber in dem Fall mit Creepern. So, jetzt spawnen auch einfach Creeperchen hier. Auch nicht schlecht, ne? Kann man mal machen. Oh, die Creeper werden natürlich hochgehen, wenn wir sie jetzt zu nah uns ranlassen. Dann haben wir hier noch einen Stabilized Spawner mit Endermännern. Die dürfen ja jetzt auch spawnen. Da habe ich ja überhaupt gar nichts dagegen. Es kann sein, dass die jetzt ihre Soul verloren haben, was mir relativ wurscht wäre in dem Moment. Sehen wir ja gleich. Ein weiterer Draconic Core hier rein. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Spiders dabei. Okay, das bedeutet, wir brauchen hier erstmal unser Schwert wieder drin, sonst haben wir gleich ein Problem. So, der soll die kurz totprügeln, das ist gar kein Problem. Easy. Und jetzt gucken wir kurz nach Soul, und zwar eine Enderman Soul möglichst. Bitteschön, haben wir hier eine Enderman Soul. Gar kein Problem für uns. Überhaupt gar kein Problem. So, Enderman Soul, wo ist momentan nichts drin? Da ist momentan nichts drin. Hauen wir hier die Soul wieder rein, und jetzt müssen auch Endermänner wieder spawnen, oder? Ja. Das einzige Problem, was momentan existiert, sind halt die Teile hier dahinter. Aber die waren eigentlich dafür da, dass sie nicht spawnen lassen werden. Natürlich interessieren die sich da jetzt relativ wenig für. Die spawnen einfach trotzdem fleißig irgendwelche Sachen. Der Compressed Enderman ist gerade nichts Neues gespawnt. Das ist interessant. Genau, also was wir jetzt brauchen, sind mehr Mob Souls. Und das bekommen wir am besten durch einen Drop of Evil.
Das bedeutet, wir sollten eventuell gucken, dass wir die Dinger gerade mal irgendwie abgeschalten bekommen. Und dafür sollten wir eine Art Redstone-Signal verwenden. Es gibt Möglichkeiten, Redstone über Wireless Redstone zu nutzen, also über Transmitter und über Receiver, dass man mit einem einzigen Klick alles gleichzeitig ausmachen kann. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, das würde mit diesen beiden hier gehen, also mit einem Receiver und einem Transmitter. Wir haben auch schon welche davon übrigens. Also wir haben Redstone Transceiver. Wo bist du? Du bist nicht hier. Receiver. Wo habe ich euch denn hingestellt? Den habe ich doch hier damals verwendet gehabt. Naja, dann halt nicht. Dann sind die halt nicht hier. Dann, obwohl, vielleicht können sie hier drin sein. Nein, sind sie nicht. Okay, dann müssen wir den nochmal kurz neu craften. Das ist nicht das Problem. Das bedeutet, war nicht so aufwendig. Das hier einmal. Wie kam das denn zustande? Receiver. Warum bin ich zu blöd, das zu schreiben? Receiver. Oh, Entschuldigung. Und natürlich Transmitter. So, wir haben hier. Oh, das haben wir auch noch mit Zeitklick. Transmit wireless redstone to a receiver. Hit this on a receiver to pick up coordinates. Oh, das ist weit billiger. Cool. Das bedeutet, das würde ich schon fast machen. Das bedeutet, wir haben hier einen Transmitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann machen wir auch noch die Receiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann brauchen wir noch einen Lever. Arbeiten wir mal mit ein bisschen was anderes, weil die anderen haben wir ja schon in Capstone 1 sogar verwendet gehabt. So. Bedeutet, wir haben hier einen Transmitter und hier einen Receiver. Hier sind übrigens böse Endermänner, die entkommen aus irgendeinem Grund. Es gibt wenig Sinn, dass die entkommen, aber das ist jetzt einfach so. Gut, dann müssen wir das Ganze natürlich jetzt irgendwie verkabeln. Wir haben hier immer eine Dreierdicke in der Wand. Das hat auch einen bestimmten Grund, eben damit wir sowas in die Wand einbauen können und wir später die Wände austauschen können, ohne den anderen Raum mit in Mitleidenschaft zu ziehen. Oder wir machen gerade mal so. Andersrum besser? Ne, so ist okay. Ne? So ist vollkommen legitim. Der Transmitter. Wir haben momentan auch nur 4 am Laufen, bedeutet, das funktioniert schon mal. 1, 2, 3, 4. So. No target safe. Receive wireless redstone signal from the transmitter. Das ist falsch. Das ist gemein. Transmit wireless redstone to a receiver. Hits this on receiver to pick up coordinates. Okay. Das bedeutet, wir müssen euch hier kooperativ gestalten. Das Ding dürfen wir in der Mobfalle aber nicht lange anhaben, sonst haben wir ein Problem. Das erste Mal, dass ich die Dinger verwende. Miau. Dass ich die Dinger verwende, also sollte das eigentlich schon funktionieren irgendwie. Dann müssen wir ganz kurz hier Wireless Transmitter direkt an die Receiver anschließen. Bedeutet hier ein Receiver, hier ein Receiver, hier ein Receiver. Geht da runter. Keiner mag dich. Aua, nicht mich boxen. Unhöflich sowas. 1, 2, 3, 4. Du hast jetzt einen gekriegt. Hit es on a Receiver. Saved Coordinates. Und bei dir auch. Also mit Linksklick safen. Okay. So. Dann müssen wir nur gucken, welcher jetzt welche Aufgabe bekommt. Upsala, der Glowstone hier stört ein bisschen. Das ist okay. So. Dann müssen wir das jetzt ganz kurz mal im Hululul-Verfahren testen. Und zwar mit einem Redstone-Block. 1, 2, 3, 4. So, theoretisch müssten die jetzt alle nicht mehr spawnen dürfen. Okay, die ist jetzt runterfällt. Das bedeutet, wir können jetzt dadurch rausfinden, was hier funktioniert. Siegen. Da sind Signs. Siegen. Es gibt noch andere Signs, die wir bauen können, aber die reichen mir schon, ehrlich gesagt. So, dann müssen wir ein paar Blöckchen nehmen, die wir cool finden. Block of the Premium finde ich zum Beispiel ganz cool für eine Mobfarm. Das bedeutet, der erste, den wir abbuddeln, ist der Cave Spider Spawner, ne? Das war der Creeper Spawner, okay. Bedeutet so. Creeper.
Wir machen das Ganze hübsch. Bedeutet, wir machen so. Creeper. Und machen das Ganze natürlich noch so. Und dann kommt da daneben der Lever. Und wenn wir jetzt so machen, dann müsste der auch wieder aus sein. Genau. Dann können wir den nächsten nämlich testen. Das ist der hier. Der hat jetzt welche Aufgabe? Das ist der erste. Der müsste theoretisch der Zombie-Spawner sein. Ja, ist der Zombie-Spawner. Das bedeutet, Zombies. Zombie. Okay. Das ist also der Zombie-Spawner. Da kommt natürlich auch wieder ein Lever dran und so weiter. Und das kann man natürlich koordinierter machen, dass man sich direkt merkt, welcher Transmitter für was gedacht ist. Ich denke mal, das hier war jetzt wirklich gerade der, ja, Enderman. Okay. Bedeutet der Enderman. Enderman. Ich will immer Spawner drunter schreiben, aber das wissen wir ja dann. Und dann ist der letzte nach dem Ausschlussverfahren von vornherein, aber auch gleichzeitig natürlich für uns jetzt erkenntlich, der Cave Spider Spawner, ne? Bedeutet Cave Spider. Und das Ganze natürlich wieder geminust. Fein. Und dann können wir jetzt nämlich hier modular an- und ausschalten, welchen von denen wir gerade haben möchten und welchen nicht. Im Idealfall können wir auch alle gleichzeitig an- und ausschalten, indem wir da hinten jetzt noch irgendwie eine Redstone-Schaltung drin verstecken. Die können übrigens nur das spawnen, weil wir die anderen noch nicht installiert haben. Das ist ja nur gerade, damit wir da nachher die Sachen installieren können. Theoretisch können wir jetzt alle gleichzeitig wieder anschalten und es müssten alle wieder Party machen bei uns. Genau. Cool. Dann geht's in die nächste Geschichte, die ich gerne heute noch mit euch machen wollte, und zwar in die Automatisation. Dafür brauchen wir eine Redstone-Clock. Das hier ist eine Redstone-Clock, auch das hier ist eine Redstone-Clock, aber ihr seht, es gibt einen gewissen Unterschied. Clock with Timer and Power Controls und Redstone-Clock im Allgemeinen. Die hier ist ein bisschen teurer, die haben wir aber vorher nie verwendet, deswegen würde ich auch hier wieder sagen, wir benutzen mal die da und testen jetzt mal, wie das Ganze läuft. Dann machen wir einen Hopper und benutzen den, okay, wir hatten das sogar, mit einer Chest zusammen und können oben dann mal den Draconic-Teil automatisieren. Das bedeutet, wir machen hier einen Hopper dran, der aber in eine Kiste rein soll. Bedeutet, wir müssen erstmal so machen, dann eine Kiste hinten dran, den Hopper in die Kiste rein. Dadurch müsste er jetzt theoretisch alles, was hier drin fertig gemacht wird, rausholen. Dann brauchen wir eine Redstone-Glock oben drauf. Das Ganze können wir jetzt hier einstellen, Duration, Ticks und so weiter. Wie oft er das jetzt machen soll, ihr seht schon, wie oft die jetzt ungefähr feuert. Nicht besonders häufig. Das bedeutet, die Duration können wir lassen und der Delay muss halt runter auf 10 Sekunden oder so. 5 Ticks ist, dass er jede Sekunde einmal feuert, so wie es aussieht. Und die Höhe ist dann relativ chillig eigentlich. Gut, das bedeutet, das ist schon der ganze Teil, das würde jetzt auch schon funktionieren. Und wir können hier dann mit Requires Redstone theoretisch das Ding auch an- und ausschaltbar machen. Damit wir für den Fall der Fälle, genau, sagen können, was Schiene ist. Solange es aus ist, tut das nämlich nichts mehr. Hier alles noch okay? Ja, und es ist auch genauso viel drin, dass wir hier das Supremium, Plutonium nicht zu 100% so benutzen müssen. Wir müssen bis zum nächsten Mal ein paar Mob Souls sammeln und wir sollten eventuell unseren Drop of Evil vielleicht doch schon da unten hin verwenden. Ich hoffe, dass der nicht allzu viel kaputt machen wird jetzt. Beziehungsweise im Idealfall macht er gar nichts kaputt. Wir müssen aber auch gleichzeitig dahin kommen, ohne dass die Mobs uns knuddeln wollen. Das ist relativ schwierig, wenn man hier Cave Spiders drin hat. Hey, wofür haben wir eigentlich den Ausschalter gemacht? Faszinierend, dass ich das Ding jetzt erst verwenden will. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu nah ranlaufen. Die komplette Mobfalle ist jetzt auch noch auf Dark gestellt. Bedeutet, wir machen jetzt auch wahrscheinlich ein paar Dark Utilities, Spawns und so weiter. Das bedeutet, unsere Souls müssten im Allgemeinen, müssten im Allgemeinen jetzt auch von anderen Mobs hochgezogen werden. Ich hoffe, dass wir eine Skeletten-Soul dazu bekommen. Dann hoffe ich, dass wir später an die Stelle, wo wir gerade eben unsere freie Stelle haben, eventuell ein Witchwater hinsetzen können, auf Kopfhöhe, ohne dass es Probleme macht. Das alles erfahren wir aber alles erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder, Menschen. Das Ganze hier sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und ja, man sieht sich, macht's gut. Und bis dahin, erstmal ciao.
Throw your cranes up.